Hallo, mein Name ist Moshe Zuckermann. Ich spreche zu Ihnen aus der Universität Tel Aviv, wo ich seit gut 30 Jahren lehre und unterrichte. Mein Anliegen heute betrifft eine Einladung zu einer Konferenz, die am 10. Februar in Berlin stattfinden soll. Eine Konferenz, die den Titel trägt Zur Zeit der Verleumder. Zur Zeit der Verleumder ist ein Zitat aus einem Gedicht von Erich Fried. Und in der Tat soll es in dieser Konferenz um die Bekämpfung von Verleumdung, um die Bekämpfung von Schmähung und von Beschmutzung von Kräften gehen, die sich als emanzipatorisch und emanzipativ verstehen, Kräfte, die gegen die israelische Besatzung und gegen die Barbarei, die in dieser Besatzung seit gut 50 Jahren in Israel-Palästina stattfindet, die also, wie gesagt, gegen diese Besatzung sich ausrichtet. Das Problem besteht darin, dass diese Kräfte, gerade diese israelkritischen Kräfte, von Deutschen, nicht nur von Deutschen, aber eben auch von Deutschen, heute mittlerweile als antisemitisch apostrophiert werden. Antisemitisch deshalb, weil Antisemitismus und Antizionismus und Israelkritik gleichgesetzt wird, so als würde es sich um gleiche Kategorien handeln. Es handelt sich nicht um gleiche Kategorien, aber es ist auch denen, die diese Beschmutzungs- und perfide Verleumdungskampagnen und Taktik verfolgen, das ist denen vollkommen egal. Es geht ihnen mittlerweile Antisemitismus oder beziehungsweise Antisemitismusvorwurf als Machtinstrument, als Herrschaftsinstrument, als ein Instrument der verleumderischen politischen Taktik zu verwenden. Dass es dabei dazu kommt, dass deutsche Personen aus der zweiten oder vielleicht auch sogar dritten Generation der deutschen Tätergeneration heute mittlerweile auch Juden aus Israel, nicht nur Juden, aber auch Juden aus Israel, die aus der zweiten und dritten Generation aktiv geworden sind, heute als antisemitisch oder sich selbst hassende Juden darstellen. Das ist nicht nur perfide, das ist widerlich deshalb, weil im Grunde genommen damit Ideologie, das heißt also eine dem falschen Bewusstsein verschwisterte politische Taktik, verwendet wird, um Leute kaltzustellen, denen es um ein Anliegen in ihrem eigenen Land geht. Es geht ja um ein Anliegen, dass israelische Bürger meinen, so kann der Zustand in ihrem Land nicht weitergehen und genau die sollen ja von Deutschen kaltgestellt werden. Warum machen das deutsche Personen? Das ist eine Frage, die es auf der Konferenz zu erörtern gelten wird, aber ich möchte eine Vermutung aussprechen. Wenn man davon ausgeht, dass die israelische Besatzung und die vollführte Politik seit Jahrzehnten in Israel, Israel in den Abgrund treibt, das heißt also Israel mehr oder weniger der Zersetzung aussetzt, und darüber ist schon einiges gesagt und geschrieben worden, da sind diejenigen, die das versuchen heute zu rechtfertigen, diejenigen, die versuchen, dem sozusagen eine Legitimität zu verschaffen, im Grunde genommen von dieser Zersetzung, von dieser unterbewusst angenommenen Zersetzung selber angetrieben. Ich möchte heute die These wagen, dass diejenigen, die Juden als Antisemiten apostrophieren, die Juden als sich selbst hassende Juden darstellen, zumal wenn sie selber nicht Juden sind, dass sie selber latent von einem Antisemitismus angetrieben werden. Es wird darum gehen, genau das, diesen antisemitischen Impuls bei Nichtjuden, die Juden als Antisemiten apostrophieren, genau das auf der Konferenz zu entlarven und vor allem auch klarzustellen, welche geopolitische, allgemeine, über Israel hinausgehende Ideologien, nämlich die eines mittlerweile legitim gewordenen Rechtskonservatismus und Neokonservatismus, auch unter ehemals linken Kräften grassiert. Sie sind sehr, sehr herzlich eingeladen zu dieser Konferenz am 10. Februar in Berlin.